Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 30.03.2022? Und damit nähern wir uns jetzt dann doch ganz rasend schnell dem März-Schluss auch. Die Monatskerze im März darf man sich auch ruhig mal in einer ruhigen Minute angucken. Die ist wirklich brutal. Also, das ist ein Mega-Hammer momentan. Und unser DAX, der hat auch hier zum Dienstag, muss man sagen, eine Kür hingelegt. Wahnsinn! Also, das sieht sehr eindrucksvoll aus. Das ist kraftvoll. Da ist Körperspannung drin, von oben bis unten. Und es tut sich schön, hat er sich jetzt hier oben rausgeschoben. Wir haben es auch schon gesehen, wir sind jetzt hier an diese Kanalkante dran gestoßen. Diese Kanalkante ist nicht irgendwas, das ist der Allzeit, also das ist der Abwärtstrend seit Allzeithoch. Das heißt, egal wie ich den Trend ziehe, man sieht hier noch eine, zwei mögliche Falllinien. Ne, wie man es auch noch hätte anders ziehen können, aber die absolut höchste mögliche Zieh, der höchste Ziehwinkel, sag ich mal, ist tatsächlich hier an der Stelle und da ist er jetzt gerade dran, das zu brechen. Das heißt, sollte unser DAX jetzt hier den Abwärtstrend seit Allzeit hoch brechen, macht es sich natürlich oben raus auch wieder ordentlich Ziele frei. Ich glaube noch nicht, dass das jetzt unbedingt zum Mittwoch schon gravierend zum Tragen wird, aber es wird dazu beitragen, dass dem einen oder anderen hier langsam doch ein bisschen mulmig werden dürfte, hinsichtlich aufgebaute Shorts, die man sich vielleicht im Rahmen oder nach der Ukraine-Invasion durch die russischen Truppen dort reingesammelt hat. Also wir haben es ja auch bei uns selber im Dienst gemerkt, da sind unheimlich viele neue Trader reingekommen, die jetzt die große Short-Chance gewittert haben. Die ganz, ganz, ganz viel da erstmal jetzt in Grund und Boden shorten wollten. Und erst so mit dem, die konfrontiert sind oder wurden, war, dass wir unsere ETFs gekauft haben bei 12.500. Dann haben wir noch Aktien gekauft und nun steigt der Markt und Markt und Markt und oder steigt und steigt und steigt. Und ja, so langsam dürfte es dem einen oder anderen dann auch richtig auf den Sack gehen. Erfahrungsgemäß werden dann die Kommentare wieder ein bisschen rauer. Man hat es auch bei uns heute schon im Chat gemerkt. Da war der Tonfall dann doch mal ganz schnell auch ein bisschen anderer. Man gönnt dem anderen dann plötzlich nichts mehr so richtig, ne? Und dann wird so untereinander ein bisschen gebissen. Daran erkennt man immer so ein bisschen diejenigen, die halt auch nicht so ganz so die Gewinne mitfahren, weil das ist einfach so jemand, der hier gute Gewinne macht. Der geht niemanden anderen an halt, ne? Der keifert niemanden anderen an, um da irgendwie sich streiten zu wollen. Wenn man hier das hinkriegt, long zu handeln, dann ist man glücklich, dann ist man zufrieden und dann ist man happy. Und dann gibt es aber auch ganz viele, die kriegen es einfach nicht hin, long zu handeln. Und ich kann euch nur so viel sagen, es ist gar nicht so schlimm, wenn man das nicht hinkriegt. Weil ich sag mal, in so einer Strecke zu erkennen, dass ein Aufwärtstrend aktiv ist und sich eben nicht dagegen zu verkämpfen, sondern dann vielleicht einfach auch erstmal nichts zu machen, ist trotzdem ein unheimlich wichtiger Entwicklungsschritt, den man als Trader machen muss, weil in die Wiege gelegt bekommen, tun wir alle das Gleiche, nämlich dass wir in so einer Bewegung dagegen hauen, dass wir Shorts bauen, aufbauen und wenn das schneller wird, dann wird mehr Short und mehr Risiko. Das haben wir instinktiv in uns. Ne? Aber zu sagen, okay, jetzt ist ein starker Trend, da muss ich mich dagegen stellen, das lasse ich erstmal und so weiter, das ist dann schon das nächste Level. Und wenn man dann richtig gut dabei ist, der nutzt halt auch wirklich dann die Aufwärtsbewegung und handelt die richtig. Aber Vorsicht, nicht jeder, der jetzt hier long gehandelt hat in der Aufwärtsbewegung, ist deswegen auch ein guter Trader. Das muss auch runter zu funktionieren. Halt, ne? Also gibt auch viele, die handeln long only, die kriegen halt hier brutal auf die Fresse, sind jetzt halt die größten momentan gerade. Ne? Also es muss schon auf beiden Seiten funktionieren. Mit dem Trendhandel, ne? Mit dem Geldschirm, das ist hier das, auf das es ankommt und was wichtig ist. So, wir haben jetzt hier ein wichtiges Ziel erreicht. Das ist aus Sicht der Tageschart-Analyse, aus Sicht der Wochenchart-Analyse sehr, sehr, sehr wichtig, die Bastion. Das sehen wir im Wochenchart besser. Das ist ja hoppala, scheiße. Ich editiere das jetzt mal nicht weg, das dauert zu lange. Das sind irgendwie 5-Minuten-Pfeile, die jetzt hier quer drin liegen. Ich blende es euch mal aus. Ihr behaltet mal bitte den Pfeil hier im Blick. Ne, das ist der nämlich aus der Jahresausblicksanalyse gewesen. Und ich mache mal kurz aus. So, und da haben wir auf den Tiefs hier gesagt, okay, bis 12.500, hier US-Wahl-Gap. Da rein, schön runter, das war Jahresausblicksanalyse, ne? Stand 31.12. Wenn der Markt hier unten drunter bricht, einmal nach unten zurück und dann wieder da dran zurück. So, und das, was wir jetzt sehen, ist im Grunde eigentlich ein Pullback. Ein Pullback auf dieses Ausbruchsniveau, was wir hier gemacht haben. Wir sind auf Wochenchart, das heißt, hier ist tatsächlich jetzt der Wochenschluss.
Richtig. Sollte der DAX beispielsweise, ich sag's jetzt einfach mal, 15.400 im Wochenhoch markieren und schließt aber per Wochenschluss dann wieder unter 14.800, dann kann das durchaus ein erstes Antriggern von diesem Pullback sein und unser DAX tatsächlich aus dem Bereich von hier dann auch wirklich wieder einen größeren Bogen nach unten schlagen. Das darf, sollte man und muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil der Bereich um 14.800 bis, ich sag mal, 1550 ist dafür jetzt prädestiniert. Das ist Pullback-Zone, das ist ganz, ganz, ganz wichtiger Bereich, aber eben auch, und hier seht ihr das nochmal, diesen Aufwärtstrend, Entschuldigung, diesen Abwärtstrend, der hier jetzt nach oben angerissen und gebrochen wird und natürlich unserem DAX nach oben auch deutlich Platz lässt. Das heißt, im kurzfristigen Bild, im übergeordneten Bild heißt das, wir gucken uns am Wochenschluss ganz, 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 ganz genau mal an, wie steht der DAX Freitag. Ne, das wird unheimlich wichtig, also wird ein spannendes Webinar auch am Samstag dann, was wir haben. Es wird unheimlich wichtig, wie der Wochenschluss gestellt wird und wie die Tagesschlusskurse jetzt aussehen. Bitte macht nicht den Fehler und sagt, okay, wir sind jetzt bei 14.800, muss jetzt hier runter. Das muss er nämlich nicht. Der kann da auch einfach weiter nach oben durchschlagen und macht er wahrscheinlich auch. Wenn die Leute weiter so Short reinhauen, wie sie das jetzt am Dienstag getan haben, dann kann er sich ja oben noch ordentlich ein paar Punkte holen. Und dann geht das weiter bis in die 14.965 rein. Dann geht das weiter auf die 15.50. Die darf man nicht unterschätzen. Die ist ziemlich wichtig. Ne, die sollte man auch nicht vergessen, auch wenn sie hier nicht als Linie markiert ist. Dann haben wir 15.100, die Zone 15.270 wieder und dann 3.80.400. Das ist alles so durchaus drin für einen Mittwoch auch, beziehungsweise Donnerstag. Ne? Also das könnte über Mittwoch, Donnerstag durchaus noch erreicht werden. Sollte man nicht unterschätzen, das Risiko, dass der Markt hier einfach weiter durchzieht. Ne, deswegen nicht pauschal einfach jetzt Short dagegen stellen, weil wir einen wichtigen Bereich erreicht haben, sondern wirklich dann auch abwarten, bis er wirklich sichtbar dann eintritt und umkippt. Solange wir das nicht haben, im Zweifel einfach noch ein bisschen mit dem Trend mitschwimmen. Mich würde grundsätzlich mal wundern, wenn wir hier einfach seitwärts jetzt fahren. Das wäre jetzt hier, naja, haben wir vor ein paar Tagen mal drüber gesprochen, Seitwärtsphase, dann einfach nach oben aufhebeln, nächste Seitwärtsphase, das ist jetzt genauso ein Niveau, wo sich sowas halt auch wirklich gut anbieten würde. Aber er kommt hier mit gut Trenddynamik raus und solange da jetzt noch kein Seitwärts, also noch kein klares Range-Verhalten eingeläutet ist, würde ich hier entsprechend jetzt auch erstmal sagen, okay, wenn der noch Trenddynamik am Mittwoch entfacht, wenn der Trenddynamik drauf hat und hier weiter drückt, lass man erstmal noch drücken. Im Zweifel kann er auch locker bis 15.100 noch nach oben durchschieben. Ne, und das sind ja auch noch ein paar Punkte, die da kommen können. Ja, 15.50 ist mir wirklich wichtig, die sollte man nicht vergessen. Und da kann schon noch was kommen. Ne? Also das in dem Sinne hier vielleicht ein bisschen als Entkräftung, dieses Abdrehen. Wir haben die Reaktion gesehen, der Markt hat deutlich reagiert, hat sich ja am erstbesten Rücklauf gleich wieder aufgedreht. 17.30, das war auch der Bereich, den wir in den Updates mit drin hatten, wo wir gesagt haben, okay, wenn nochmal ein Rücklauf kommt, das dann als Long-Chance. Das hat er prima gemacht, also so vom Verlauf, vom Musterbild, auch oben die 8,80, das hat alles gepasst, so vom Tagesverlauf, ne, 9,26 dann, also das mit Bravour, ne, wie er gelaufen ist, das hat wirklich schön gepasst, die ganzen Ziele, die wir auch untergeordnet in den kleineren Timeframes drin haben und von daher, stellt euch da nicht zu sehr dagegen, ne, wenn der dann noch weiter hochschieben will, lasst ihn hochschieben. Mittelfristig ist es eine schöne Stelle, um wieder richtig nach unten zu drehen, auch länger nach unten zu drehen, aber wartet entsprechend dort die Signale ab und das können sein rote Wochenkerzen, das können schön schmatzige rote Tageskerzen sein und wie gesagt, ich mache nur zur Vorsicht da, nicht zu früh eilig schon zu agieren. Im Zweifel rennt die Kiste jetzt hier bis 15.350 einfach noch nach gerade oben durch und dann seid ihr die Gelackmeierten halt, ne, weil ihr euch zu früh dagegen gestellt habt gegen den Trend. Also noch ein paar gute Punkte, das kann dann gut im Kreuz nochmal wehtun. Ja, gut, okay, dann soweit. Gut, die 200-Tage-Linie sei vielleicht hier oben noch erwähnt im Bereich 15.400. Ist ein sehr wichtiger, markanter Punkt, den man hier im Chart sieht. Und damit haben wir alles erwähnt, alles besprochen, was zu besprechen gibt. Von daher wünsche ich euch gutes Gelingen am Mittwoch. Handelt vernünftig, bleibt ordentlich, bleibt sauber. Macht keinen Quatsch und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.